Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge BrautTV. Heute möchte ich euch wieder ein Detail unserer Hochzeit vorstellen, und zwar die Geschenke an unsere Eltern. Außerdem zeige ich euch auch einen Ausschnitt des Geschenkes an den Bräutigam, also an meinen Mann, das er am Hochzeitsmorgen bekommen hat, und wie das alles ablief, wofür wir uns warum entschieden haben, seht ihr in diesem Video, und ich hoffe, es gefällt euch und wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, mir war auf jeden Fall schon während der Hochzeitsplanung klar, dass ich unbedingt besondere Gastgeschenke an unsere Eltern auf den Tisch legen möchte. Einfach als kleine Aufmerksamkeit, als kleines Dankeschön dafür, dass sie immer ein offenes Ohr für uns haben, dass sie sich für uns entschieden haben, uns zur Welt gebracht haben und uns großgezogen haben. Denn ohne sie wären wir nicht hier und ohne sie hätten wir dann nicht heiraten können, wenn wir nicht existieren, ne? Logisch. Und ja, wir haben uns an der Hochzeit auch bedankt, auch in der Eröffnungsrede, das war auch sehr, sehr emotional. Aber wie gesagt, wollte ich unbedingt auch eine kleine Erinnerung an den Platz legen, ein kleines anderes Gastgeschenk, als die anderen Gäste bekommen haben, die uns natürlich auch wahnsinnig am Herzen liegen. Dazu habe ich euch vergangene Woche ein Video hochgeladen. Da könnt ihr ja mal sehen, was wir den restlichen Gästen geschenkt haben. Aber den Eltern wollten wir, wie gesagt, etwas Besonderes schenken. Und ich fange mal an mit den Geschenken für die Mütter. Für die Mütter haben wir uns für bestickte Taschentücher entschieden. Das machen ja einige Bräute, und ich habe einen ganz, ganz tollen Online-Shop entdeckt, und zwar den Online-Shop der lieben Svenja. Den werde ich euch in die Infobox verlinken und auch ihre Facebook-Seite und ihren Instagram-Account. Da müsst ihr unbedingt vorbeischauen. Sie ist so eine zuckersüße Maus. Sie liebt ihre Arbeit und ist da wirklich mit ganzem Herzen dabei. Also ich habe sehr gerne dort bestellt und kann euch den Shop absolut empfehlen. Die liebe Svenja weiß auch, dass ich heute dieses Video für euch hochlade und hat deshalb etwas zum Verlosen für euch zur Verfügung gestellt. Mehr dazu am Ende des Videos. Also bleibt dran, wenn ihr Lust habt, etwas zu gewinnen. Ja, wir haben uns, wie gesagt, für bestickte Taschentücher entschieden, und ich zeige euch da mal, wie die aussehen. Also den Text und auch die Farbe des Fadens konnte ich selbst aussuchen. Ich habe mich bei meiner Mama für einen Text entschieden, einfach um Danke zu sagen, dass sie auch immer meine Tränen trocknet und dass dieses Taschentuch eben als Erinnerung an die Hochzeit dienen soll und auch ihre Tränen an dem Tag trocknen soll. Bei meiner Schwiegermama habe ich mich dafür bedankt, dass sie dem Mann meines Lebens das Leben geschenkt hat und ja, dass sie ihn aufgezogen hat und dass er ist, wie er ist. Ja, und dass sie ist, wie sie ist, denn ich habe eine ganz, ganz, ganz tolle Schwiegermama, und ich habe auch eine ganz tolle Mama und einen ganz tollen Papa und auch einen super Schwiegerpapa. Also ich bin echt sehr, sehr froh, dass ich die vier in meinem Leben habe. Und ja, dafür haben wir uns eben bedankt mit diesen Taschentüchern, und die Väter haben von uns Socken bekommen, und ich fand die Idee so witzig und cool, und sie fanden die Idee auch richtig schön. Also ja, sie fanden das auch lustig. Die Mütter waren natürlich eher gerührt, aber die Papas fanden das echt ganz cool. Und zwar war auf den Socken war unser Hochzeitslogo drauf gedruckt. Das fand ich auch genial, dass man das bei Svenja so individuell bestellen kann, dass man sogar sein eigenes Logo drucken kann. Das fand ich echt toll, auch in den Farben Grau und Rosa. Bei meinem Papa stand natürlich Vater der Braut drauf, beziehungsweise der Brautvater. Und bei meinem Schwiegerpapa stand natürlich dann Bräutigam-Vater drauf. Und ja, wir haben sie klassisch schwarz ausgesucht, und es kam richtig, richtig gut bei denen an. Und auch mein Bräutigam wurde damit überrascht, denn er wusste nicht, dass ich auch für ihn ein paar Socken bestellt habe. Er hat noch mehr bekommen, das werde ich euch in einem anderen Video nochmal zum Thema Morgengabe vorstellen. Und zwar lief das so ab, dass sein Trauzeuge zu mir ins Hotelzimmer gekommen ist und hat mir den Brautstrauß gebracht und auch das Geschenk von meinem Mann an mich. Und das kann ich euch übrigens, da kann ich euch auch mal ein Video dazu hochladen, wenn ihr wissen wollt, was er mir geschenkt hat am Hochzeitsmorgen. Und ich habe ihm dann, also dem Trauzeugen, dann mein Paket mitgegeben. Und ja, er hat das dann meinem Mann überreicht. Und das Ganze wurde auch vom Videografen festgehalten und so. Also ich, ja, kann euch da gerne mehr dazu sagen, wenn ihr Lust habt auf ein solches Video. Und bei ihm stand natürlich Bräutigam und unser Logo und unser Datum drauf. Und ich finde die Geschenkideen wahnsinnig toll und habe auch für mich etwas bestellt. Und zwar einen Morgenmantel.
Der Morgenmantel, da werde ich euch mal ein Foto einblenden von unseren Flitterwochen auf den Malediven. Dort habe ich ihn auch mitgenommen und mit Stolz getragen. Diesen Morgenmantel hatte ich beim Getting Ready an. Und ja, es war einfach so schön, weil da stand unser Logo drauf, da stand Braut drauf. Und ach, das war einfach ganz, ganz toll und ganz besonders. Es gibt ja diese Morgenmäntel, wo eben schon Braut eingestickt ist, aber ich wollte unbedingt was Individuelles und mit unserem Logo fand ich das ganz perfekt. Natürlich könnt ihr auch euren Namen draufschreiben oder euer Motto, euer Datum, wie auch immer ihr das möchtet. Und das ist eine so schöne Erinnerung. Also ja, ich bereue es keine Sekunde, dass ich da bestellt habe und liebe alle Produkte. Wenn ihr die Produkte genauso gut findet wie ich, dann schaut gerne mal bei Svenja vorbei in dem Shop. Also sie bietet so tolle Produkte an. Wie gesagt, ist mit ganzem Herzen dabei, führt den Shop mit ganz, ganz viel Liebe und ja, nimmt sich dafür super viel Zeit. Ich kann ihn euch sehr empfehlen. Und sie war so lieb und hat ein Taschentuch für dieses Video zur Verlosung zur Verfügung gestellt. Und zwar kann sich da die Braut den Text und die Farbe natürlich individuell aussuchen. Also wenn ihr ein solches Taschentuch gewinnen möchtet, entweder für euch oder für eure Trauzeugin, für eure Mutter, für eure Schwiegermutter, dann schaut mal in die Infobox, dort verlinke ich euch alle Teilnahmebedingungen und ich drücke euch ganz fest die Daumen für die Verlosung und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!